sind zu viele Menschen. In diesem Outfit kann ich mich nicht unauffällig nähern. Vielleicht ohne den Anzug. So, ich bin ein ganz normaler New Yorker. Hey, ich glaube, der Laden wurde neulich im Bugle empfohlen. Kein Wunder, dass es so voll ist. Meins oder deins? Meins. Ja, was gibt's? Okay, sag ihm, wir sind unterwegs. Hey, los, wir müssen was für Tony erledigen. Jetzt? Aber wir sind gleich an der Reihe. Ich weiß, ich weiß. Jetzt komm. Etwas für Tony erledigen? Das müssen Hammerheads Leute sein. Ich bleibe dran, aber nicht zu nah. Also was sollen wir für Tony machen? Seinen Laptop holen. Er ist in seinem Auto. Dein Ernst? Warum kann er das verdammt nochmal nicht selbst machen? Der Boss hat vermutlich Wichtigeres für ihn zu tun. Wo ist der Boss überhaupt? Weiß ich nicht. Aber Tony vermutlich. Er ist dicke mit dem Boss. Tja, verdammter Tony. Mann, ich sollte dicke mit dem Boss sein. Okay, klar. Und er ist mit dem Boss auf die Falle für diese Sable-Tussi gekommen. Als ob das je klappen würde. Ich weiß nicht. Für mich klingt der Plan gut. Und mit ihr kriegen wir auch ihr restliches Zeug. Also, du bist jetzt auf Tonys Seite? Ist ja ganz toll. Taxi! Pass auf, ich muss mit Sal reden. Sorg dafür, dass wir kurz ungestört sind. Ja, ja. Mist. Verdammter Tony. Ich muss näher ran, wenn ich was hören will. Wenn ich nicht neben sie komme, komme ich vielleicht über sie. Ich muss außer Sicht. Kann erst Wände hochklettern, wenn ich verborgen bin. Niemand kann mich sehen. Jetzt kann ich aufs Dach klettern. Wenn ich über diese Typen komme, kann ich sie hören. Ich muss zu dieser Gasse. Ich schwör's bei meiner Mutter. Der glaubt, er steigt noch auf. Tja, vielleicht kann er mein Schuhputzer werden. Da sagst du was. Wie auch immer, Tony sagt, er braucht seinen Laptop. Da ist bestimmt allerhand wichtiges Zeug drauf. Naja, Laptops eben. Steht auf Platz C3. Platz C3, hä? Huh? Tonys Laptop könnte mich vielleicht zu Hammerhead führen. Danke. Moment, Interessante Unterhaltung, Jungs, aber ich hab genug gehört. Spider-Man, schaltet ihn aus! Hast du lebensmüde, hä? Sehen? Hau lieber ab! Achtung vor dem Roboter! Okay, wo ist der Laptop? Das ist es nicht. Nein, hier nicht. Oh, hallöchen, Tonys Laptop. Mal sehen, ob ich ihn hacken kann. Schwuppdiwupp. Er hat eine Finde-mein-Handy-App installiert. Mal sehen, wo du bist, Tony. Hallo Schatz, wie ist dein Tag? Stressig. Ich recherchiere zu Simkaria. Dann mach ich's kurz. Dein Tipp war ein guter. Ich verfolge einen von Hammerheads Top-Leuten. Wenn irgendjemand weiß, wo Hammerhead ist, dann er. Klasse. Und einer seiner Jungs hat eine Falle für Sable erwähnt. Was das wohl bedeutet? Das bedeutet, dass ein paar Magierschläger sich von einer selbstbewussten, starken Frau bedroht fühlen. Okay. Sorry, Pete, ich will dich nicht abwürgen, aber ich habe eine Deadline. Ja, alles klar. Wir reden später.
Sack Spaghetti? Ich weiß nicht, wann sie kommt. Ihr müsst einfach bereit sein. Da ist Tony. Das sind nicht genug Leute. Wir brauchen das Doppelte. Dann holt sie aus den Basen. Warum muss ich hier eure Arbeit machen? Also gut, wie wär's damit? Ich sage dem Boss genau das, was du gerade gesagt hast. Als da nur noch ein paar Fußspuren waren, hatte ich dich eingespannt. Ich bring dir Respekt bei! Spider-Man! Wenn du dieses Sable-Vibe siehst, sag ihr, mein Boss möchte sie sprechen. Kann ich machen. Aber sie hört mir nicht zu. Oder irgendwem. Gib mir die Adresse. Warte, woher? Wie? Die Adresse! Colexco-Gebäude. Auf dem Dach. Nein, warte, das ist eine Falle! Sable, du läufst in eine Falle! Das ist mir egal, solange Hammerhead dort ist. Du verstehst das nicht. Ich versuche, dich zu beschützen. Ich kann mich selbst beschützen. Normalerweise schon. Aber Hammerhead nutzt sein Projekt Olympus-Zeug. Ich weiß. Dann weißt du auch, dass er sich zu einer Art Frankenmonster gemacht hat. Und deshalb muss ich ihn aufhalten. Aber nicht so, indem du in eine Falle läufst. Ach, Sable, was machst du denn? Nur vorher jemand gewarnt hätte. Ich mach das schon. Da würde ich gerne nur zuschauen. Aber das wäre kleinlich. Gefangen in ihrer Technologie. Das ganze Ding wird von diesen Generatoren versorgt. Okay, wie kriege ich sie hier wieder raus? Ein Magnetfeld zu sein. Wenn kein Strom mehr fließt, ist sie frei. Die Generatoren. Ah!
weniger. Alles okay da drin, Stable? Oder lieber Silver? Oder was anderes? Geschafft! Halt still, ich kümmere mich um die anderen. Kapiert? Halt still? Nein. Geschafft! Okay, jetzt lass uns verschwinden. Nein. Wenn wir bleiben, wird Hammerhead herkommen. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ja, können wir jetzt bitte gehen? Das war's für dich, Spinne. Zwei auf einmal. Mein Glückstag. Du lebst. Dachtest du wirklich, ich wäre tot? Aber wie hast du mich gefunden? Genau wie sie. Vorsicht. Sie vertraut niemandem. Wie lange beobachtest du mich? Uns schon. Lang genug, um zu wissen, dass das nichts wird. Hammerhead ist zu stark geworden. Glaubst du wirklich, ich habe eine Wahl? Hier. Moment. Ist das... alles, was du wissen musst über das hässliche... Ding. Was ich getan habe, tut mir leid. Aber jetzt sind wir quitt. Nur eins noch. Sein Kopf ist nicht so stark, wie man denkt. Tschüss, Felicia. Mal sehen, was da drauf ist. Wenn Sable in dieser Basis ist, sind die gestohlenen Hilfsgüter mit Sicherheit in den anderen Basen. Ich sollte David informieren. Hallo? David, ich bin Spider-Man. Ich glaube, ich habe die Hilfsgüter gefunden, die nach Sumcaria sollten. Sehr gut. Kannst du mir den Standort schicken? Tja, da ist nur ein Problem. Sie könnten in gesicherten Basen sein, bewacht von bionischen Irren mit futuristischen Waffen und unzerstörbarer Rüstung. Ja, das ist ein Problem. Wie wär's? Ich schau mir das erstmal an und melde mich wieder. Danke, Spider-Man. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen.
Muss mich bei MJ melden. Peter, bist du okay? Es wurden Bilder von dir und Hammerhead gepostet. Und von Sable. Und Black Cat. Normalerweise bringt sie Pech. Diesmal nicht. Ich wusste, dass sie noch lebt. Was hat sie da gemacht? Mich gerettet. Und Tipps zu Hammerheads Verstecken gegeben. Er lagert die gestohlene Sable-Technologie unterirdisch. Was? Wie? Das will ich gerade herausfinden. Und Sable retten, wenn sie noch lebt. Hör zu, ich habe mich weiter mit Zumkaria beschäftigt. Das ist eine große Story und ich finde, ich muss dabei sein. Mein Boss auch. Moment, du willst nach Zumkaria? Wann? Heute Nacht. Die Situation dort entwickelt sich rasant. Du und Sable kümmert euch um Hammerhead. Du brauchst mich nicht. Dass ich dich nicht brauche, heißt nicht, dass ich dich nicht brauche. Süß von dir, aber hör zu. Andere Länder ignorieren die Krise, auch unseres. Die Leute dort sind hilflos, allein, mitten in einem Kriegsgebiet. Wenn ich das alles dokumentiere und die ganze Welt das erfährt, könnte das etwas ändern. Und vielleicht Leben retten. Du bist eine wahre Heldin. Aber dass du in ein Kriegsgebiet fährst, macht mir Sorgen. Vertraust du mir? Das weißt du doch. Dann ist alles gut. Ich muss nach Hause und packen. Ich rufe dich morgen an, wenn ich dort bin. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich vermisse sie jetzt schon.